Personalnot. Ein immer größer werdenderes Thema für die Teutonia aus Otten sind nur 12 Spieler, die kerngesund sind, über die Sören Tütze verfügen kann. Alle anderen haben irgendeine leichte Verletzung oder können nicht spielen. Felix Obeida und Pascal Eggert sind Beispiele, die dann noch einmal extra doll wehtun und die gar nicht erst im Kader stehen. Und dann spielt man heute gegen die TuS Dassendorf in den weißen Trikots, die wirklich einen guten Start hat. Sven Möller nach einer Minute mit dem 1:0. Das ist unfassbar, wie frei der da vorm Strafraum steht. Teutonia vertändelt vorher im Angriff den Ball und da geht es ganz schnell über Lenneike Strömer, der den guten Pass spielt und den lässt er sich natürlich nicht nehmen. Keine Chance für Zumak im Kasten, der nur noch hinterher schauen kann. Aber in der 6. Minute dann ein Lichtblick. Klasse gespielt auf Aytac Erban und der fällt im Strafraum und es gibt tatsächlich Elfmeter. Soweit so gut. Mich wundert nur, dass Alex Teuscher da keine Karte zieht, denn Christian Grune im Tor kommt aus seinem 5-Meter-Raum raus, trifft nur Erban nicht den Ball. Dennoch entscheidet sich der Schiri gegen eine Doppelbestrafung und Aytac Erban macht das 1:1, sein zweites Saisontor. Souverän verwandelt, dieser Elfmeter nach 6 Minuten ist die Bank um Sören Tütze wieder ein bisschen entspannter. Doch der Gastgeber lässt sich davon nicht beunruhigen. Nägele kann sich frei drehen und kommt zum Abschluss. Der Ball dann allerdings doch etwas weiter am Tor vorbei. Generell muss man bei Teutonia anmerken, dass kaum etwas nach vorne geht. Die beiden Stürmer können den Ball nicht vorne festmachen, wie hier symptomatisch Aytac Erman, der immer wieder vom Gegner angelaufen wird, nur wenige Zeiten am Ball hat und daraus zieht sich Dassendorf ihre Kraft. Mattia Maggio mit der Riesenchance, aber Zumak ist erneut zur Stelle. Da hätte Jean-Pierre Richter gerne die Führung für Dassendorf gesehen, allerdings bleibt es bis zur Pause beim 1:1. Dino Faslic und die Teutonen haben einiges in der Halbzeit zu tun. Unter anderem kommt Dave Eden, der eigentlich an der Schulter verletzt ist und trotzdem für seine Mannschaft auftreten wird, bärenstark. Und dann kommen die Gäste tatsächlich mal über Gutmann. Wenn etwas läuft, dann über Gutmann. Aber hier verpasst der Erman auf der linken Seite vollkommen frei. Sören Tütze muss das erstmal verschnaufen. Und wie das so ist im Fußball, wenn du deine Dinger nicht machst, dann kommt der Gegner Mattia Maggio mit dem 2:1 für Dassendorf. Die einfach zu diesem Zeitpunkt robuster auftreten, präsenter sind in den Zweikämpfen und in den Läufen. Das sieht man hier ganz gut. Strömer kommt da an der linken Seite zu frei durch. Und dann muss auch einer bei Maggio sein, der da zum Abschluss kommt. Auch hier ist der Ball gut platziert, keine Chance für Zumak. Und ja, das gefällt Jean-Pierre Richter, genauso will er das sehen. Und jetzt eine ganz interessante Situation. Einer ihrer besten Männer geht vom Platz, Lenneike Strömer. Und das nicht, weil er irgendwie verletzt ist, sondern er hatte die gelbe Karte gesehen und die gelb-rote wäre eigentlich überfällig gewesen. Schiri Teuscher fehlte oft der Zugriff. In dieser Szene allerdings nicht. Und dann gibt es Freistoß für Dassendorf in der 65. Minute. Sven Möller und der ist einfach richtig gut geschossen. Aber auch hier ist wieder Pech dabei. Schauen Sie mal ganz genau hin. Mirko Bergmann springt einen Schritt zu weit nach links aus der Mauer heraus und das ist genau die Lücke, durch die der Ball durchfliegt. Sonst wäre der Ball abgefälscht gewesen und das 3:1 hätte verhindert werden können. Und das sind so Dinge, die kannst du nicht wirklich kontrollieren, aber sie laufen gerade alle gegen die Teutonen aus Ottensen. Und natürlich nutzt Dassendorf dann jede Situation, um eben diese 3:1-Führung beizubehalten. Viele taktische Fouls. Dieses wird endlich mal bestraft vom Schiedsrichter. Und dann kommt die nächste richtig bittere Pille. Marlo Steinecke im Zweikampf bleibt am Boden. Er muss verletzt ausgewechselt werden. Es gibt einen Verdacht auf Innenbandriss. Das ist echt keine gute Sache. Wir wünschen gute Besserung an dieser Stelle. Unfassbar, was alles gegen die Teutonia in diesen Minuten läuft. Mit dieser schlechten Nachricht blieb es das dann aber auch bei dieser Partie. Die TuS Dassendorf gewinnt am Ende verdient mit 3:1 gegen eine unfassbar von Pech geplagte Teutonia, die jetzt am Dienstag erstmal gegen die Alsterbrüder im Pokal ran muss. Und am Wochenende geht's dann weiter gegen den Aufsteiger Ham United. Wir hören noch die Stimme von Dave Eden.
Ja, ich glaube, wir müssen mit demselben Elan einfach weiterspielen. Letzte Woche habe ich das von draußen gesehen, das Spiel. Wir sind eine fußballerisch gute Mannschaft. Wir müssen nur den Kampf ab und zu annehmen. In der Liga wird uns keiner was schenken. Jeder gibt gegen uns 150-200%. Und da reichen manchmal selbst 100% von uns Spielern nicht. Sondern wir müssen halt diesen Kampf annehmen und dann halt noch unser Spiel spielen, das Fußballspiel, was wir wollen. Und ich glaube, dann werden wir jeder Mannschaft wehtun. Aber das fängt an, dass wir einfach alles auf den Platz geben müssen, keinen Gegner unterschätzen. Selbst wenn wir führen, einfach weiter unsere Linie spielen. Und das kann man von heute mitnehmen. Das war eine super Mannschaftsleistung. Wir hatten, wie gesagt, ein bisschen Pech, ein bisschen auch Abschlussunvermögen. Sag ich mal, weil die eine oder andere Torschuss haben wir uns eigentlich sehr gut rausgespielt und dann, wie gesagt, sitzt entweder der letzte Pass nicht oder der Abschluss nicht.